Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ben's Battle Club. Ben's Battle Club. Ja, Folge 65. Echt schon, ja? Ja. Hast du mitgezählt? Ich glaube, mittlerweile schon. Hurra. Und heute wieder mit zwei Dreierkämpfen. Hurra. Und zwar einmal gegen asiatischer Kollege. Gin. Wie ich finde, Gin? Sein Mädchen. Wie ich finde, wo hat die Klamotten her? Das sieht übelst cool aus. Ja. Boah, schick, schnieke. So. Der braune Hut sein und die braune mit dem Schleifchen vorne. Nein, was du nicht sagst. So. Gibt's in einer Boutique. Achso. Gut. Okay, hätten wir die Modefragen geklärt und kommen zum Teams. Und ich habe mit meinem Frostettchen, mein Kangama und mein Fiaro. Und die Kollegin hat Meditales Azumarill und Miltang. Ja, so sieht's aus. Dann auf geht's. Jetzt können wir ja mal sie in voller Pracht bewundern gleich. Jawohl. Da, guck. Ach nee, das ist der Trenchcoat. Ah. Okay, so es fängt an mit Miltank. Ich war abgelenkt von den Dingern, die da rumbommeln, und ich komme mit dem Stachel auf. Die beige Mütze ist übrigens auch eine meiner Lieblingsmützen. Ja. So. Aber den beigen Trenchcoat mag ich. Der kommt mit Toxin und genau. Ich wehr gleich mal ab und dachte mir, oh, zweimal Stachel ist cooler als einmal. Warum nicht nochmal? So, und da kommt nochmal das Toxin. Dachte ich mir aber so, ja gut. Die giftige Milch. Die giftige Milch. Wie vergiftet ein Miltank? Den gewissen Nippler zusammendrücken. So, ich habe auf jeden Fall dreimal Stachler draußen. Das tut weh. Oh, Delegato. Das ist jetzt nicht so schön. Weißt du noch, wie der Kampf ausgeht? Nein, keine Ahnung mehr. Ja, Miltank mit Delegato. Aber macht Sinn, ja. Viel KP. Das rockert. So, und ich komme mit dem Eisstrahl. Und der Delegator lässt nach. Sehr schön. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Ah, und was fällt dir auf? Hä? Miltank konnte mich mit Body Slam angreifen? Ja, und dann hat es wahrscheinlich hier die Fähigkeit. Richtig. Ja. Sehr schön. Miltank mit Rauflust ist cool. Genau. So, ich dachte mir aber, ich hol jetzt mal zurück. Was kann Miltank noch haben? Keine Ahnung. Giftige Milch. Da kommt auf jeden Fall das Milchgetränk. Kangama. So. Und, ne? Ja, mega Kangama. Mega Kangama. Ist das nicht ein Uber? Ist ja Kampfblaser, kann ich einsetzen. Ja, gut, das stimmt. So, ich hole Mega Kangama raus und dachte mir, da steht ein Miltank. Steigerungshieb. Ja, ne? Das ist ja so eine. Das ist ja echt fies. Also ich finde das echt komisch, dass sich das wirklich doppelt boostet. Ich meine, wenn es doppelt angreift, ist ja okay, aber der Doppelboost, den verstehe ich da irgendwie nicht so ganz, aber hey. Ja, weil das Kleine im Prinzip dasselbe macht, einfach nochmal wie das Große. Ja. Von daher sind es halt echt zwei Attacken und dann, also es ist halt dieselbe Attacke halt nochmal. Nur halt in abgeschwächter Form. Aber das ist schon krass, ja. Da dachte ich mir, ja, machst du nochmal Steigerungstieb, weil, ne? Einmal. Und zweimal. Und da ist Miltank hin. Ja. Und ein plus 4 Kangama. Das ist, ich glaube, das will man eigentlich nicht stehen haben. Da ist das dann auch, glaube ich, ein bisschen Wurst, ob da das Toxin drauf ist. So. Ja. Und da kommt Meditalis. Oh ja. Megatis. Ich hoffe. Ja. Yay. Mega Meditalis ist auch eins der cooleren Mega-Pokémon. Ich fand es am Anfang erst komisch, aber ich finde die Hose und diese Schals da ganz cool. Ja. Ich mag das. So, dann kommt der Mogelhieb. Das ist natürlich die cleverste Variante, einfach um das, damit das Toxin noch mehr tickt. Ja. Aber, ich habe natürlich einen Tiefschlag drauf. Selbstverfreilich. Und das, ja, auch noch Volltreffer, der total unnötig gewesen wäre. Das so. Arme Meditale. Ja, das arme Meditalis, muss man ja mal sagen. So, jetzt hat er noch Azumarill, haben wir ja gesehen. Ja, da ist der Tiefschlag natürlich nicht effektiv. Da dachte ich mir. Der könnte auch Wasserdüse einfach. Ja, düsen. Macht er auch. Macht er auch. Oh, da ist Kangama weg. So. Und ich habe ja noch. Ja. Fiaro. Brauch auch mal einen Namen, ey. Ja, Sturzflug! Angst. Reicht nicht. Habt ihr eine Idee für Fiaros Spitznamen? Schreibt sie in die Kommentare, wie immer.
Da wir mal wieder unkreativ sind. Naja, für Fiyaro werde ich mir wahrscheinlich einen ausdenken. Wahrscheinlich. Ich habe zwar schon ein paar Ideen, aber nein. So, da kommt auf jeden Fall die Wasserdüse und das... Hot Wings. Ja. Voll nicht so schlecht. So. Ich dachte mir, naja, macht sowieso die Wasserdüse, bleibt mir nichts anderes übrig als Sturzflug und tot. Hi. Doch noch geschafft. Yay. Was für eine Beere hat er? Ich habe nicht hingeguckt, weil ich gerade über Namen nachgedacht habe. Okay. Zitrotbeere. Aber hier Rückstoß, Bums. Ja. Trotzdem gewonnen. Er hätte übrigens gewonnen, wenn er Fiyaro ausgeschaltet hätte, hätte er übrigens gewonnen, weil Frostetje keinen Prio-Move hat und er hätte die Wasserdüse gemacht. Ja. Ja. Und genau. Ich hatte auch keinen Fokusgurt mehr, also knappe Kiste. Knappe Kiste. Knappe Kiste. So, und dann haben wir noch einen gegen Hanami! Hanami! Hanami schreit uns an mit ihren Caps. Ja. Hanami hat mit einem Voltula, ich wollte jetzt sagen Voltenso, Knackrack und jetzt hat sie mal das Kangama. Und ich habe mit ebenfalls ein Knackrack, ein Fiyaro und mein Frostetje. Also du hast eigentlich noch ausgetauscht, das Kangama gegen Knackrack. Richtig. Soll ja keiner sagen, dass ich laufend Uber spiele, ne? Dafür jetzt der Gegner, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. So, Hanami ziemlich bunt. Ich mag die Jacke. Ja. Und da kommt wohl Tula. Ich finde das ein bisschen doof, dass das bauchfrei ist. Ich fände es cooler, wenn es nicht bauchfrei wäre, aber... So, ich starte mit dem Eisstrahl. Ich konnte mir ja schon denken, was das wohl Tula hat. Nämlich einmal das Klebenetz und einmal den Fokusgurt. So. Und... Woher weißt du, dass die Fokusgurt hat? Bin ich mir ziemlich sicher, wenn du diesen Klebenetz, das Klebenetz hundertprozentig rausspielen. Aber Voltula ist halt nicht unbedingt schnell. So. Da ist Voltula auch schon weg. Ja. Und da kommt Knackrack, allerdings, ja. Ich sweep mich so ein bisschen mit Frostetje gerade durch. Ja, ein bisschen. Ein bisschen ist gut, ne? Ja, das Klebenetz kann mir in dem Fall jetzt ja echt egal sein. So, und da kommt Kangama. So. Mhm. Und natürlich kommt Mega Kangama, ist ja klar. Ich finde das witzig, dass das kleine Kangama so Bäckchen hat. So, da kommt der Tiefschlag. Und ja, ui. Was ich ja immer nicht berechne, ne, es haut ja nur zweimal zu. Ja, das stimmt. Das heißt, ich hätte den Abgangsbund drücken müssen. Ja. Dadurch das zweimal zuhauen. Ja, bricht halt auch den Fokus vor. Das ist halt echt mächtig. Aber okay. So, da kommt Knackrack. Shiny! Knackrack leider im Klebenetz gefangen. Und da kommt der da kommt der Steigerungshieb. Ich glaube, die hat mir bei meinem vorigen Kampf zugeguckt. Haha, stimmt. So, ey, das ist eine gute Taktik, das nehme ich jetzt auf. Ja, aber es ist ja ein beliebtes Set. Ja, ich weiß. So, und da kommt die Drachenklaue, aber das macht nicht unbedingt viel Schaden. Leider. Und da kommt die Rückkehr. Das tut weh. Armes Knackrack. So. Aber Fiyaro, rettet Fiyaro den Tag. Wir werden es gleich sehen. Bleiben Sie dran. Ja. Cliffhanger. Ach, schade. Nee, Sturzflug. Ich glaube aber... reicht nicht. Es reicht nicht. Und da kommt natürlich... Es reicht nicht. Die Rückkehr. Und tschüss. Ah. Ja, sieht man mal wieder, warum Mega Kangama Mega Kangama ist und gebannt ist. Hanami hat gewonnen. Ja. Naja, schade. Hätte ich den Abgangspunkt gedrückt. Ja. Ja. Dann. Es war eigentlich ein guter Anfang mit Frostete, ja, aber dann hat sich Kangama durchgeboxt. Da sieht man halt, ich meine, das Ding bricht halt alles. Du hast Doppelsteigerungshieb, also Doppelboost sozusagen. Ja. Du hast halt bricht Fokusgurde. Es hat einen Prio-Move mit Tiefschlag. Es ist halt, echt nicht umsonst im Uber. Ja, es hat auch ziemlich starken Step mit der Rückkehr. Ja, eben. Ich spiele ja meins ohne Rückkehr, aber selbst ohne Rückkehr ist das Ding einfach heftig. Ja, zum Beispiel auch ein Erdbeben trifft halt zweimal. Das ist halt... Aua, aua. Ja, aua, aua. Kann ich schon verstehen, dass es echt im Uber gelandet ist. Muss man ja sagen. Aber gut, das war's mit Bens Battle Cup für heute. Hanami! Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.